Hallo liebe YouTube-Gemeinde, heute gibt es eine neue Reportage über die stillgelegte Kanonenbahn Güsten-Wiesenburg. Da wir in der letzten Reportage von Barwi nach Güterglück gereist sind, geht es heute weiter nach Wiesenburg. In Wiesenburg mündete die zweigleisige elektrifizierte Hauptstrecke bis 2004 in die Strecke Dessau-Belzig-Sedin. Die ehemalige Brücke mit dem Mittelbahnsteig wurde schon vor Jahren demontiert. Nur noch Schotter und ein paar Fahrleitungsmasten zeugen hier von der ehemaligen Kanonenbahn. 1998 wurde der Regionalverkehr zwischen Güterglück und Güsten eingestellt. Seitdem wird der Turmbahnhof Güterglück im oberen Teil nicht mehr angefahren. Hier noch eine kurze Aufnahme aus dem Jahr 1995, wie es vor 25 Jahren in Güterglück aussah. Und hier ist der heutige traurige Zustand. Selbst das Wetter ist passend für diesen Ort des Grauens. Anfang der 90er Jahre war auch geplant, die Strecke Güterglück-Barwi-Güsten mit der Verbindungskurve Güterglück zu elektrifizieren. Die ersten Fahrleitungsmasten wurden schon aufgestellt, aber nie eine Fahrleitung gezogen. Da der Verkehr auf der Strecke stark rückläufig war, verschwanden die Pläne wieder in der Schublade. Thank you.
Man kann sich heute vor Ort kaum noch vorstellen, dass hier Mitte der 90er Jahre der gesamte hochwertige Reiseverkehr mit Intercity, Interregio und ICE zwischen Berlin und Hannover gefahren ist. Es ist für mich immer noch nicht nachvollziehbar, wie eine mit Millionen Aufwand elektrifizierte, zweigleisige Hauptstrecke stillgelegt und abgebaut werden konnte. Hier wurden unsere Steuermittel verbrannt. Auch hier erinnert nichts mehr an eine zweigleisige elektrifizierte Hauptstrecke. Da die Strecke Magdeburg-Potsdam-Berlin noch nicht elektrifiziert war, wurde bis zum 3. Juli 1993 die Verbindungskurve in Güterglück mit Fahrleitung versehen und die Strecke Güterglück-Wiesenburg zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert. Jetzt gab es eine durchgehende elektrische Verbindung zwischen Helmstedt, Magdeburg, Güterglück, Wiesenburg bis nach Berlin. Bis zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember 1995 diente die Strecke dem Intercity- und ICE-Verkehr, der auf die mittlerweile ebenfalls neu ausgebaute Stammstrecke Magdeburg-Potsdam-Berlin wechselte. Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2003 wurde auch der Güterverkehr zwischen Wiesenburg und Güterglück eingestellt. Nur noch am Wochenende verkehrte ein Ausflugzug von Berlin nach Wernigerode über diese Strecke. Im April 2004 beantragte DB Netz die dauerhafte Einstellung der Strecke Wiesenburg-Güterglück-Barby einschließlich der Verbindungskurven in Güterglück, was auch im gleichen Jahr bewilligt wurde. Am 11. Dezember 2004 erfolgte die Betriebseinstellung. Der Rückbau der Gleisanlagen zwischen Wiesenburg und Güterglück wurde im Oktober 2012 von DB Netz beantragt. Thank you.
Als ich hier mit dem Auto vorbeifuhr, habe ich keine ehemalige Bahnstrecke erkannt und bin glatt vorbeigerauscht. Es hat mich gefreut, doch noch ein paar Relikte einer einst funktionsfähigen Strecke zu finden. Die Signale haben zwar schon bessere Tage gehabt, aber sie stehen noch.
Netlitz war der größte Bahnhof zwischen Güterglück und Wiesenburg. Auch hier sind alle Gleise entfernt worden, nur noch das Stellwerk und der Wasserturm zeugen vom einstigen Bahnbetrieb. Bei diesen Aufnahmen kann man sich keine Reaktivierung der Strecke Güterglück-Wiesenburg vorstellen. Sie wäre aber heute eine willkommene Umleiterstrecke bei Störungen im überlasteten Kernnetz.
Im Oktober 1994 war ich das erste und letzte Mal in Wiesenburg zum Aufnehmen. Ich habe es bis heute bereut, dass ich dort nicht länger geblieben bin. Solche Aufnahmen sind nicht mehr zu wiederholen. Heute ist der Bahnhof Wiesenburg nur noch Halt für die Regionalbahnen von Berlin nach Dessau und die wenigen Güterzüge, die zwischen Sedin und Roßlau verkehren. Noch besteht eine kleine Chance, dass die Strecke zwischen Wiesenburg und Barby noch einmal in Betrieb geht. Da die Strecke aber entwidmet ist, ist es mit einer Neuverlegung der Gleise nicht getan. Hier muss nach den neuesten Bau- und Umweltvorschriften vorgegangen werden. Das ist mit viel Zeit und auch Geld verbunden. So, liebe YouTube-Gemeinde, ich hoffe, dass die letzte halbe Stunde für euch informativ gewesen waren. Und ich danke euch dafür, dass ihr mich von Güterglück bis nach Wiesenburg begleitet habt. In einem späteren dritten Teil werde ich noch die Strecke von Güsten nach Barby bereisen. Seid ganz herzlich gegrüßt von Thomas aus Bernburg.